Russland, der bei weitem größte Öllieferant der Europäischen Union, das stellt Europa vor eine neue Bewährungsprobe. Denn die Einigkeit innerhalb der EU ist, anders als bei den bisherigen Sanktionspaketen, gefährdet. Ungarn könnte gegen ein Ölembargo stimmen. Deutschland fordert nun einen raschen Ausstieg. Andere Länder brauchen vielleicht etwas mehr Zeit. Das gesagt, heißt es aber natürlich auch, dass alle Länder gehalten sind, das ihre zu tun und sich nicht auszuruhen. Wir werden uns aber natürlich selbst schaden. Das ist ja völlig klar. In den kommenden Tagen wird nun der Vorschlag der EU-Kommission für ein Ölembargo erwartet. Deutschland hat im vergangenen Jahr 35% des Ölverbrauchs mit Importen aus Russland gedeckt. Jetzt sind es laut Wirtschaftsministerium noch 12%. Beim Gas lagen die Importe bei 55%. Der Anteil ist inzwischen auf etwa 35% gesunken. Zwischen 700 und 800 Millionen Euro zahlte die Europäische Union Russland bislang für Kohle, Öl und Gas am Tag. Polen tritt für sofortige Sanktionen auf Öl und Gas ein. Russisches Öl und Gas ist der nächste dringende und absolut notwendige Schritt, der für die nächsten Sanktionen stattfinden muss. Auch die baltischen Staaten fordern seit längerem ein Gasembargo. Dazu dürfte es aber vorerst nicht kommen. Die Abhängigkeit auch für Deutschland ist hier noch zu groß. Erst in der vergangenen Woche allerdings hat Russland seinerseits Gaslieferungen an Polen und Bulgarien beendet. Seitdem herrscht die Sorge, dies könnte auch andere Staaten treffen. Roman Rusch in Brüssel. Thema also natürlich das Abstellen der Gaslieferungen an Bulgarien und an Polen. Hat man sich da heute schon Gedanken darüber gemacht, wie man damit umgehen will? Mit Sicherheit. Im Moment läuft diese Tagung ja noch. Das heißt, wir wissen noch nicht ganz genau, was die Beratungsergebnisse sind. Aber in der Tat befindet sich die EU ja insofern in einem gewissen Dilemma. Es gibt viele Abhängigkeiten bei den Mitgliedstaaten. Und Putin hat sich jetzt zwei ausgesucht, Bulgarien und Polen, wir haben es gerade schon im Beitrag gehört, die herausgenommen worden sind und bei denen der Gas dann abgedreht worden ist. Das kann jederzeit natürlich auch anderen EU-Staaten drohen. Man weiß da nicht so wirklich, wie Putin sich verhält. Und das ist eine Gefahr, mit der man umgehen muss, aber auch ein gewisses Dilemma, in dem man sich bewegt, was man sozusagen auch nur versuchen kann zu erahnen und sich dagegen zu wappnen. Aber eine hundertprozentig richtige Lösung in die eine oder die andere Richtung ist schwer zu finden. Dabei belasten ja hohe Energiepreise alle EU-Länder. Ist da eine gemeinsame Strategie in Sicht? Das ist in der Tat ein Tagesordnungspunkt heute, den der italienische Ministerpräsident Draghi mit eingebracht hat. Der wünscht sich, wenn man so möchte, in diesem Zusammenhang so etwas wie den Geist der Pandemie auch für die hohen Energiepreise. Was meint er damit? In Europas Staaten ist es so, dass wir im Moment eine sehr eigene, sage ich mal, Art der Bekämpfung haben gegen die jeweiligen Energiepreise. Da macht jedes Land einen ganz eigenen Weg, eine ganz eigene Strategie. Ich bin beispielsweise jetzt hier in Brüssel, also in Belgien. Und da ist es so, wenn ich tanken gehe, dann habe ich eine geringere Mehrwertsteuer, wenn ich den Liter Benzin tanke oder wenn ich meine Stromstunde bezahle. Da hat der Staat die Mehrwertsteuer runtergesetzt. In Spanien ist der Energiepreis insgesamt gedeckelt. Es gibt Länder wie Österreich, die setzen stärker auf eine Erleichterung für die Berufspendler, Steuererleichterungen. Es gibt Länder wie Dänemark oder eben auch Deutschland, die mit Einmalzuschüssen oder mit weiteren spezifischen Zuschüssen für besonders belastete Haushalte agieren. Also da agiert jedes Land anders und auch mit anderen Möglichkeiten. Und da gibt es schon die Idee, dass man das vielleicht etwas besser zusammenbinden könnte, vereinheitlichen könnte, damit jede Verbraucherin und jeder Verbraucher in Europa auch die gleichen Chancen hat, von diesen hohen Energiepreisen entlastet zu werden. Das jedenfalls ist das, was Draghi im Vorfeld als Punkt mit in die Diskussion eingebracht hat. Ist denn schon abzusehen, ob Draghi da Unterstützung bekommt für seinen Vorschlag? Das werden die Diskussion sicherlich zeigen. Aber es gibt natürlich auch eine ganz unterschiedliche Finanzkraft in Europa. Und diese Idee damals bei den Corona-Maßnahmen war ja auch, dass es finanzstarke Länder gibt, bestimmte Tools, die sich auch in der Praxis bewährt haben, aber natürlich auch bestimmte Finanzkraft. Und das ist sicherlich auch die Idee, die damit connected sein könnte, verbunden sein könnte, dass es da einen gewissen Ausgleich in Europa gibt, dass man da gemeinsame Mittel zur Verfügung steht für die, die sich vielleicht auch solche Abhängigkeiten nicht so ohne weiteres leisten können, in dem Sinne, dass sie das ausgleichen könnten. Weil die Abhängigkeiten von fossilen Energieträgern sind sehr unterschiedlich in der Europäischen Union. Nicht nur was die einzelnen Bereiche betrifft, also Kohle, Öl und Gas, sondern auch insgesamt. Und die Finanzkraft der Länder ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Eine gemeinsame Linie wird auch gesucht beim Thema Ölboykott. Deutschland wäre ja mittlerweile dabei. Wie sieht die Gemengenlage gerade aus?
Das war eigentlich die überraschende Nachricht am Wochenende, oder sagen wir nicht die überraschende Nachricht, aber das wichtige Signal, was an die anderen Partnerinnen und Partner gegangen ist, dass man gesagt hat, wir als Deutsche, wir sind jetzt auch mit dabei und wir sind nicht nur mit dabei, sondern wir würden bei einem sechsten Sanktionspaket sogar aktiv fordern, dass es einen solchen Ölboykott gegenüber russischen Ölressourcen gibt, dass die nicht in die EU reinkommen können. Und damit ist dann sozusagen auch ein wichtiger Player, der wichtigste Mitgliedstaat der Europäischen Union, auf der Seite derer, die mehr wollen, die mehr Sanktionen gegen Russland fordern. Es wird jetzt entscheidend darauf ankommen, ob man auch die anderen Staaten, viele auch im Osten von Europa, beispielsweise die Slowakei, aber auch Ungarn, davon überzeugen kann, zumindest eine solche Erweiterung der Sanktionen nicht zu boykottieren. Denn diese Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden. Das kann also nur dann funktionieren, wenn man die Ungarn und die Slowaken davon überzeugt, wenn man ihnen vielleicht auch etwas anbietet, wenn sie andere Übergangsfristen haben dürfen oder wenn es andere Mitgliedstaaten gibt, die ihnen dann Leistungen von sich zukommen lassen, damit sie eben nicht auf dieses russische Öl zugreifen müssen. Bisher war die Reaktion allerdings sehr verhalten und man hat von ungarischen Kabinettsmitgliedern gestern und auch heute Vormittag schon gehört, dass man das sich eigentlich erstmal nicht vorstellen könne und das würde dann doch erwarten lassen, dass Ungarn da womöglich doch vielleicht sein Veto noch einsetzt. Also das ist noch nicht sicher. Das wird sich im Laufe der Woche sicherlich stärker herauskristallisieren. Am Mittwoch wird wahrscheinlich die Kommission spätestens ihre sechstes Sanktionspaket vorstellen. Danke, damit nach Brüssel an Roman Rusch.